Schönen guten Tag auch Ihren Nase und herzlich willkommen zu WRC3 Road to Glory. Wir haben eine neue Rennvariante freigespielt. Die schauen wir uns doch gleich mal an. Na, wo ist sie denn? Crash and Run, das haben wir schon gehabt. Gate, jawohl. Sonst noch irgendwas freigeschaltet? Nee. Probieren wir gleich mal aus. Mit unserem Evo finde ich nice. Guck bloß mal schnell in die Garage, weil ich weiß es nicht. Nix. Nix. Doch da. Besseres Getriebe. Wie gesagt, bei den Contests leider nur möglich, 5 Punkte zu ergattern. Und da gucken wir uns aber vorher mal die Beschreibung an. Schnelligkeit, gute Reflexe und ein kühler Kopf sind das Mindeste, was du für den Gate-Contest brauchst. Die richtigen Gates tauchen erst im letzten Moment auf, sodass du dich blitzschnell für eine Richtung entscheiden musst. Das ist relativ mies, aber wir packen das schon irgendwie. Wir packen das. Und zur Not, ich gebe mir hier bei diesen kurzen Dingern, gebe ich mir 2 Versuche, bevor ich dann sage, wenn es nicht klappt, gehen wir die Sache halt off-cam an. Ich habe immer noch nichts off-cam gespielt. Bis jetzt habt ihr alles, was ich gemacht habe, auch mitgekriegt. Hier wäre es vielleicht sinnvoll, die Motorhaube an sich zu benutzen. Was geht? Konzentration, dann geht das wirklich. Sehr gut, alle 5 Sterne beim ersten Mal. Das freut, das freut. Juhu! Wie gesagt, hier keine Wiederholung möglich. Also kann ich nichts für. Jetzt mal gucken, ob da noch was bei rumkommt. Leider nein. Aber wir haben ja hier auch sowas. Klasse 2. Der Proton oder der Fabia? Gucken wir mal, vielleicht können wir noch ein bisschen was modifizieren. Nee, erst ab 3 Punkte aufwärts. Ne, das ist ja auch. Na, doch schon ganz schön Leistungsverbesserung. Okay, da will ich nicht meckern. Aber dass wir hier in dem Contest dann wenigstens auf die 120 Punkte kommen, das wäre schön. Also 2 Punkte Minimum, das wäre packen. Laber nicht. Also auch wichtig bei den Gatecrushern und bei den Durchfahrten hier, man muss auch ins Ziel kommen in der Zeit. Also wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr komplett verkackt. Hat uns ausgebremst.
Naja, 4 Sterne immerhin. Ich probiere es jetzt nicht nochmal, weil das war eine ganz gute Leistung. Bin zufrieden mit mir. Nein. Quatsch. Wir wollen ja auch Rennen fahren, ne? Sind wir mal ehrlich. Also habe ich jetzt die 120 Punkte geschafft. Das heißt, es sollte wieder ein bisschen was gehen. Ich bin gerade nicht begeistert. Ich glaube, wir gehen mal die 90er-Klasse an. Da ist sie auf einer Strecke, die ich nicht so mag. Mit einer Celica. Kann man fast so lassen. Kann man fast so lassen. Das Schwarz werde ich noch im Grün ändern. Celica Grün. Also die Farbgebung ist schon mal nicht unähnlich zum Originalrennfahrzeug damals. Jetzt klatschen wir hier noch ein paar Sponsoren drauf. Was denn sonst? Ja. Wieso nicht? Und irgendwas ließ sich verbessern. Motor, okay. Da noch nichts. Auch noch nicht. Fehlen 4 Punkte. Naja, zumindest ein besserer Motor drin. Normal würde ich sagen, Motorsteigerung, ohne dass man die Bremsen und das Fahrwerk berücksichtigt, ist scheiße. Aber da das hier bloß eine kleine Variante ist und das ja nicht das Real Life, ist das okay. So, Hackengas. Jetzt geht es aber zum Teil wieder durch den Wald und man hat auch wieder die blöden bösen Steine. Vierradantrieb gefahrenes Fahrzeug, ja. Vierradfahrzeug, mein Gott. Aber auch ganz schön assi auf der Heckachse. Könnte ich auch in Feineinstellungen ein bisschen zahmer machen, aber dann fehlt mir tatsächlich ein bisschen der Speed. Nicht viel Vorsprung, aber erst da. 200. Öffnet sich. Rechts halten. Auf Kuppel und Sprung durch Wasser. Links 4. Steine innen. In rechts 3. Sehr lang. Puh. 3. Steine innen. Und rechts 3. Hat er keine Postkarte mehr zwischengepasst. Fahrnadel rechts. Handbremse. Was war das jetzt? 100. Das hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Haben sie mich jetzt automatisch auf die Strecke neu gesetzt? Ihr seht, das ist eine kleine Zicke. Also, und ich überlege, der Mitsubishi Lancer aus der Zeit, der ist wegen was älter, der Hobel, der ist trotzdem gute Zwischenzeit, okay. Oder der Subaru der, aus der Zeit, das ist so Anfang Mitte 90er ist die Karre aktuell gewesen. Ach, da ging es wohl woanders lang, oder was? Ich hab mich gerade verdammt.
Da hätte ich mir ruhig mal einen Pfeil hinstellen können. Dann rechts 4. Mauer auf. Hey, Vorsicht. Na, jetzt ist die Konzentration weg. Das ist natürlich Rotze. Das hole ich nicht mehr rein. Ich glaube nicht. Und Anadel links. Nicht schneiden. Steine innen. 100%. Vor allem nicht, wenn ich solche Drifts hinlege. 8 Sekunden. Ach, Scheiße. Hier kann ich bloß noch versuchen, gut zu machen, was geht. Über 8 Sekunden waren wir hinten. Mal sehen, was die nächste Zeit noch so gesagt. Nein, oh, so kann er ja nichts werden hier. Hallo. Das ist übrigens eine der leichtest angesetzten Rallyes angeblich, also man merkt. Nur 2 Sekunden verloren, aber trotzdem. Okay, für so beschissen gefahren. Wir hatten 10 Sekunden Rückstand. Okay. Da in der letzten Etappe echt ordentlich was rausgeholt. Ich bin zumindest ein bisschen stolz auf mich. Huiuiui. Adrenalin schießt mal wieder, Leute. Ich sag's euch. Das schöne neue Auto gleich so malträtiert. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos bin, ich bin gerade fertig. Habe ich so ein Rennen halt mal einfach runtergezogen, aber trotzdem, wir haben zumindest oben 5 Punkte, da bin ich schon echt stolz. Und unten könnte es vielleicht auch noch einer mit ein bisschen Glück 2 werden, aber einer dürfte drin sein. Für eine Etappe, die so viel Fails drin hast, bin ich happy. Da haben sie mich hier wieder auf die Strecke zurückgesetzt, wo ich mich frage, warum. Denn es mir die Karre zweimal gekippt, das meinte ich hier. Einfach drauf. Das hätte ich doch wieder gefangen. Das war doch Quatsch mit dem Zurücksetzen. Übrigens auch ein schönes Auto, wie ich finde. Wird auch in 2 Jahren Oldtimer. 1-2 Jahren etwa. Das habe ich total verpeilt und da hat. Ja.
Da wollte ich halt immer noch in die Richtung. Habe ich das Auto ordentlich verkürzt, würde ich mal meinen. Die Klappscheinwerfer gehen nie wieder rein. Und dann gleich noch so einen hinterher. Jetzt überlegt mal, ich hätte diese beiden Fehler nicht gemacht. Da war dann halt in dem Moment auch die Konzentration weg, ist klar. Und sowas, das ist dann halt auch konzentrationsbedingt, dass ich die Kurve nicht vernünftig gekriegt habe. Und da war ja nochmal ein Aufdachleger drin. Hätte ich da locker 15 Sekunden vor dem ersten Platz oder sowas gehabt. Weil schnell war ich in der letzten Etappe. In der letzten Etappe war alles wunderbar. Bin ich aber auch Risiko gegangen. Ja gut, der Sponsor Loop wird sich freuen, kann man zumindest von der Frontpartie super seine Werbung sehen. Ja, und wenn ihr euch fragt, ja, die sind unten zum größten Teil so zugeschweißt. Wenn die Kisten aufsetzen, dann leidet sonst die Materie, wenn da nicht so eine Metallplatten drunter sind. So ein Rallye-Fahrzeug wiegt auch, ich sag mal so im Schnitt, 150 bis 250 Kilo mehr als die Straßenvariante wegen solcher Platten. A, hast einen anderen Schwerpunkt. B, hast halt den Schutz von unten, was eben Getriebe angeht. Ich meine, überlegt mal, was da für Dreck rankommen würde. Wenn wir zum Beispiel wie hier, würde ja eine Kardanwelle, also eine Welle, die nach von vorne nach hinten zur Hinterachse geht, die antreibt, die würde ja so schnell verdrecken und brauchst du sowas halt. Und die muss halt auch geschützt werden. Deswegen sind da Metallplatten drunter. Also es ist nicht vom Entwickler Faulheit, dass die nicht den Unterboden von dem Fahrzeug richtig rendern wollten oder sowas. Das ist tatsächlich so. Hier bin ich wirklich nochmal so richtig in die Vollen gegangen. Naja, wenigstens was so leicht versöhnliches Ende. Zwei Sekunden. Naja, A-Punkte kriegen wir. Mache ich irgendwann mal off-cam nochmal die Scheiße. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir dadurch freigespielt haben. So richtig viel wird es nicht sein. Ich kann leider mal nicht sehen, welche Autos dann ab bestimmten Punkten freigespielt werden. Oh Gott, das ist eine Rallye. Da fuck. Okay. Wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, das ist eine Einzeletappe. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es denn heißt WRC 3 Road to Glory. Und ich sage an dieser Stelle, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn wir denn den Schalikan noch ein bisschen mehr verbeulen. Ciao.